Das folgende ist ein Interview mit einer ehemaligen Teilnehmerin aus unserem Coaching-Programm, Manuela. Bevor wir in das Interview einsteigen, möchte ich dir einen Impuls für das Hören mitgeben. In einer nachhaltigen Gewichtssteuerung und in der Lösung des Problems Übergewichts geht es nicht darum, möglichst schnell die Erfolge zu erzielen. Es geht mehr darum, dass wir natürlich Ergebnisse erzielen und auch das Bewusstsein schärfen, was uns wirklich hilft. Das heißt, was bringt mich in den Erfolg? Was hilft mir nicht so sehr? Worauf darf ich mich konzentrieren, wenn ich in die Abnahme gehen möchte? Aber vor allen Dingen geht es auch darum, seine Vorlieben mit unterbringen zu können und Flexibilität leben zu können. Wenn du eine Woche voller sozialer Anlässe hast oder sogar im Urlaub bist, dann muss es möglich sein, dass du mit gutem Gewissen trotzdem auf das Ergebnis schaust. Und häufig zerreißt uns das Ergebnis, wenn wir dann mal genießen, weil wir haben ja ein Problem und dieses Problem müssen wir lösen. Und da sortieren wir sehr stark in richtig und falsch und fühlen uns schlecht, wenn wir in Anführungszeichen mal ein falsches Verhalten an den Tag legen. Aber ist das wirklich das falsche Verhalten? Ist es die falsche Absicht, mal genießen zu wollen? Das ist nicht die falsche Absicht und du musst Flexibilität und eigene Entscheidungen berücksichtigen können. Du musst lernen, auch eigene Entscheidungen treffen zu können, musst aber natürlich auch die Verantwortung für diese Ergebnisse übernehmen. Und dann haben wir einen erwachsenen Umgang mit der Gewichtssteuerung und dann haben wir eine Situation, wo wir auch dazu lernen und auf dem Weg der Abnahme schon deine Vorlieben berücksichtigen können. Und dann wird das Halten auch weniger ein Problem werden, weil du dann nicht erst nach der Gewichtsabnahme lernen musst, Mensch, wie bringe ich denn meine Vorlieben hier mit rein? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der andere Punkt sind deine Emotionen. Ob du dranbleibst, ob dir das Ganze Freude bereitet, was du auch für dich und deinen Körper da tust. Und ich bin da begeistert zu jedem, der sich um seine eigene Gewichtssteuerung kümmert, weil das ist in der heutigen Zeit so viel wert, das ist so viel wert für dich. Also können wir aus Freude heraus vielleicht unser Gewicht steuern und da die Verantwortung in die eigene Hand nehmen. Das ist natürlich nicht so einfach und ich hoffe, das Interview mit Manuela inspiriert dich daran zu glauben, dass es eine Lösung gibt. Und da schon mal vielen Dank an Manuela, dass sie sich bereit erklärt hat. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Manuela. Hallo Manuela, herzlich willkommen auf dem I'm Fasting Podcast. Hallo Sven, es freut mich, dass ich da bin. Ja, sehr schön, dass du da bist und danke, dass du dich bereit erklärt hast, über dich und deinen Weg einmal zu sprechen. Lass uns auch direkt anfangen. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her, in welcher Situation bist du gerade in deinem Leben? Also ich bin die Manuela, bin 53. Stimmt noch gar nicht, ich werde jetzt erst 53, oh Gott. Habe zwei Kinder, die schon erwachsen sind, lebt mit meinem Mann zusammen in Nürnberg. Sehr schön, sehr schön. Wir haben uns ja kennengelernt letztes Jahr. Wir sind vor einiger Zeit schon zusammen gestartet, im Juli letzten Jahres. Mhm. Und davor ist ja schon ein bisschen was bei dir passiert. Also so roundabout 25 Jahre warst du schon in der Gewichtssteuerung aktiv, hast mal dies und das ausprobiert. Wollen wir da einmal einsteigen und kannst du uns so ein bisschen abholen, wie die Gewichtssteuerung in deinem Leben verlaufen ist, was du schon alles probiert hast und was so die Hürden und Fallstricke vielleicht waren? Ich habe tatsächlich mal richtig nachgerechnet, wann ich meine erste Diät gemacht hatte. Und das war nach der ersten Schwangerschaft mit meinem Sohn. Also vor so circa 33 Jahren. Ah. Weil ich in der Schwangerschaft so viel zugenommen hatte. Doch, ich bin mal richtig in mich gegangen. Ja. Und so hat sich das dann irgendwie im Laufe des Lebens fortgesetzt. Man hat mal wieder abgenommen und im Laufe der Jahre muss ich sagen, ist dahingehend viel passiert. Ständige Zunahmen, Abnahmen. Ich hatte auch ein bewegtes Leben, zwei Kinder, ständig umgezogen, ja. Neue Herausforderungen, immer irgendwie im Stress und nie so richtig Zeit für sich selber. Ja, und dann dir quasi immer wieder die Zeit mal genommen, hier und da mal übers Jahr dieses Thema zu versuchen zu bewältigen. Genau, also das sind so unterschiedliche Sachen in der Zeit gewesen. Das erste große, was ich gemacht habe, war so eine BCM-Diät. Mhm. Dann mal bei den Weight Watchers, dann mal Metabolic Balance. Mhm. Hat alles kurzfristig funktioniert, dass mal 20 Kilo runtergekommen sind. Aber dann im Laufe der Zeit hat sich das so wieder eingeschlichen, dass das
ganz langsam Ja. wieder drauf gekommen ist. Ananasdiät, Kohlsuppe habe ich hier auch noch Genau, stehen mit. sowas auch mal aus den Zeitungen, mal zwischendurch aus Verzweiflung, Genau, wenn mit meine Jazio Hoden so eng geworden sind. auch mal 1500 Kalorien einfach nur gegessen und dadurch abgenommen. Ja. Ja, also insgesamt ein Auf und Ab und nicht wirklich die Hände am Steuer, so wie es so häufig ist, ne? Ja. Ja. Gab es da noch irgendwie was Interessantes aus diesem Bereich? Intervallfasten hast du schon einige Monate, bevor wir uns kennengelernt haben, absolviert, richtig? Genau, weil das eine Kollegin mal gemacht hat und eine Freundin, habe ich das auch mal probiert. Es war auch ein bisschen mühsam, da reinzukommen. Die 16 und 8 hatte ich gemacht in dem Rhythmus. Ja, wie war das Aber für dich damals? es ging, man muss sich da langsam ran arbeiten, aber ich habe halt doch nicht alles richtig gemacht. Ich habe gedacht, das ist nur in der Zeit halt dann nichts. Aber in der Essenszeit halt auch zwischendurch und oder man hat im Kopf, gut, ich esse jetzt diese Zeit nichts, aber in der Essenszeit kann ich alles rein. Ne? Also, was eher total der Fehler eigentlich war. Und da, ich hatte trotzdem mal so 5, 6 Kilo abgenommen, aber dann ging es irgendwie nicht mehr vorwärts und dann kam es langsam wieder so drauf. Auch schon mit Intervallfasten, ne? Ja, das was runterging, kam auch dann im Laufe der Zeit wieder drauf, ja. Ja. Weil es war schon ein Schnuckeler, muss ich sagen. Ja. Ein Genießer und ein Ja, das macht ja auch Sinn. Das ist ja auch alles lecker, was wir heutzutage essen, ne? Ja, Also, ja. das ist ja der Kampf, den wir so heute in dieser Zeit führen müssen. Schön, dass wir uns dann kennengelernt haben. Wir haben ja einige Erfolge feiern dürfen. Gab es da noch mal einen konkreten Auslöser, warum du dich bei uns auch gemeldet hast? Ja, also ich hatte vorher ja schon immer ein bisschen geguckt, weil man kommt ja irgendwann mal an einen Punkt, wo man denkt, boah, so geht das jetzt nicht mehr weiter, ich brauche irgendwie Hilfe, ich schaffe es nicht allein. Ich hatte mir dann dein Buch bestellt, gelesen, dann war es immer noch nicht so richtig und der absolute Auslöser war, ich war zu einer Hochzeit eingeladen im Juli. Und ich habe am 8.7., genau. Und ich habe danach die Fotos gesehen und ich habe mich so erschrocken. Dann gesagt habe, nee, jetzt muss ich den Hörer in die Hand nehmen, es nützt alles nichts. Ja, ich kann Ja. mich auch noch sehr gut an unser Gespräch erinnern. Dein Mann war ja auch dabei, ne? Ja. Ja, und ja, also die Skepsis war schon in unserem ersten Gespräch ja schon hoch, ne? Du hast ja schon so viel erlebt. Also Ja. Frage dazu, hattest du da wirklich das Vertrauen, dass du das Thema meistern kannst in der Situation? Oder wie hast du dich damals gefühlt? Doch, hatte ich, weil es gibt immer so Phasen, wo man sagt, man muss ja auch innerlich, der Schmerz ist zwar groß, aber man muss trotzdem bereit sein oder in dieser mentalen Verfassung sein, sowas anzugehen. Ja, Ne? Und super. das war so eine Phase, beziehungsweise bin ich immer noch drin, Ja. wo ich gesagt habe, das packe ich jetzt an und das schaffe ich. Ja. Ja, Ja. dieses Vertrauen braucht es auch, ne? Weil Ja. sonst stelle ich nicht die richtigen Fragen und sonst Genau. durchdenke ich nicht wirklich die wirklichen Probleme. Und es Ja. gibt so viele pragmatische Herausforderungen in der Gewichtssteuerung im Alltag. Und es gilt einfach da, die richtigen Umgangsweisen mit sich selbst zu finden. Ja. Ja, was waren so denn die ersten größeren Dinge, also die ersten größeren Effekte, die wir bei uns hatten? Ich erinnere mich noch gut an den Griechenlandurlaub, ne, und natürlich die Arbeit mit der Waage und die Arbeit mit dem Ergebnis. Wir haben ja keine Kalorien gezählt, sondern haben die eher eine. Bitte? Genau, du. Zum Anfang, ich war ja der Kalorienzähler schlechthin. Stimmt, genau. Bei Stimmt. uns war so die Situation, dass ich am Anfang in einem der ersten Termine propagiert habe, dass es vielleicht mal ganz lohnenswert sein könnte, das Ja. Kalorienzählen wegzulassen. Und ja, direkt mal ans Ende gesprungen. Zählst du heute noch Kalorien? Nein, grundsätzlich nein, nur
Wenn ich mal so eine Woche habe, wo es schlecht läuft oder mal zwei, was heißt schlecht läuft? Nicht so das, wo ich denke, ich bin damit zufrieden, dann schaue ich erstmal, was könnte denn der Fehler sein? Und dann mache ich es manchmal, dass ich mir so 2, 3 Tage das so aufschreibe oder nochmal nachvollziehe, was hatte ich denn heute alles? Um Ja. zu gucken, bin ich trotzdem im Defizit, bin ich drüber, wo pendle ich mich wieder ein? Ja. Ja, dieses Bewusstsein zu schaffen, das halte ich auch für ganz, ganz lohnenswert hier und da. Ne? Man braucht irgendwo ein Tool, ein Werkzeug, eine Übersicht über das eigene Verhalten. Und da gibt es eben die zwei Bereiche, Kalorien rein versus raus. Ja. Ne? Was waren so große oder wichtige Punkte für dich bei uns in der Arbeit? Wichtige Änderungen, die wir vollzogen haben oder Dinge, die du verstanden hast, neu in unserer Zusammenarbeit? Das waren einige. Also ganz wichtig war für mich halt, dass du immer ansprechbar bist. Hm. Wenn gleich ein Problem irgendwie so hochkommt, da kann ich gleich schnell eine WhatsApp schreiben oder so. Das ist schon mal, da ist man auf der sicheren Seite und man weiß, man kriegt eine Antwort. Es war zum Anfang auch schwierig. Die Zeiten waren nicht so das Problem, die Zeiten einzuhalten. Aber Vom so, Intervallfasten meinst du? ja. Ja. Aber jetzt habe ich den roten Faden verloren. Dinge, die du gelernt hast in unserer Zusammenarbeit, Dinge, die wichtig waren, also die Ansprechbarkeit war dir wichtig im Alltag, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Nicht Und ganz so was. wichtig. Was mir richtig bewusst geworden ist, dass man kein schlechtes Gewissen haben braucht oder soll, wenn es auch mal jetzt nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ja, wenn man doch mal irgendwie so einen Anfall kriegt, wo man denkt, ich könnte jetzt gerade alles essen, was ich um die Finger kriege. Die Umsetzbarkeit. Bei dem schlechten Gewissen, wenn ich da noch mal kurz reingehen darf, Ja. weil ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für, ach, die allermeisten. Ne? Ja. Wir sortieren ja das Verhalten in richtig und falsch. Und wenn wir dann natürlich so eine Attacke haben, so eine Fressattacke oder eben auch schon zugegriffen haben und genossen haben und wir wollten das in dem Moment nicht, ne? So das Stück Kuchen, was sich mal so einschleicht oder die Schokolade am Abend. Wie gehst du denn gedanklich da heute mit um? Also es ist jetzt so, dass ich dann sage, also ich habe es jetzt seit der letzten, wo ich dich mal kontaktiert hatte, lange nicht gehabt. Ich gönne mir auch was an diesem Tag. Also abends esse ich fast jeden Abend oder wenn ich Appetit habe, ein Stück bitter Schokolade. Aber grundsätzlich, wenn so Sachen sind, letztens waren wir zum Beispiel im Kino, da habe ich ganz bewusst mir eine große Schüssel Popcorn bestellt. Ich wusste aber, dass ich abends dafür nur noch einen Joghurt esse und am nächsten Tag das auch noch ein bisschen ausgleiche. Ne? Das sind so Sachen. Oder wir essen auch, das machen wir ab und an mal, wenn wir Appetit haben auf Chips oder so. Sagen wir, okay, wir essen vernünftig zu Mittag, aber abends essen wir dann nur Chips. Lassen alles andere weg. Ne? Das ist selten, aber das machen wir trotzdem. Ja, und das macht ihr, weil ihr merkt, die große Lust auf die Chips kommt irgendwo hoch und anstatt dann irgendwie, dass das Verhalten explodiert und man irgendwie das nicht mehr aushalten kann, dieses Bedürfnis nach Chips, plant ihr das wirklich und geht gewissermaßen erwachsen damit um, ne? Ihr tragt die Konsequenzen davon. Ihr stellt euch die Frage, okay, welchen Preis muss ich anderswo zahlen, damit ich mir das ermöglichen kann? Kann ich das so sagen? Und blöd gefragt, findest du das besser als die Arbeit mit dem schlechten Gewissen? Ja, viel besser. Ja. Du Würdest du brauchst ja sagen, keinen zu haben, das mache ich ja ganz bewusst. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man sowas ab und an mit einbaut, dass man nicht so immer nur diesen Appetit auf so Sachen wegschiebt. ja, ganz genau. Ne, das Immer sind doch unsere einmal bewusst Bedürfnisse. genießen und dann ist wieder für eine Weile gut, aber das dann halt ausgleichen. Ja, und
erwachsen und mit Verantwortung, mit den eigenen Bedürfnissen umzugehen. Ne, wir haben natürlich auch noch eine Menge zu den anderen Dynamiken in der Gewichtssteuerung gesprochen, den Stoffwechsel. Ne, wir haben angefangen, Krafttraining bei dir umzusetzen. Jawohl. Genau, ne? Da auch direkt mal eine Frage dazu. Krafttraining, das wir dann umgesetzt haben. Wie hat sich das für dich angefühlt? Also war das schwierig? War das schlimm? Hast du vorher Erfahrung mit Krafttraining gehabt? Also vor ganz vielen Jahren bin ich mal wieder in so einer Abnehmphase auch mal dreimal die Woche ins Fitnesscenter gegangen. Mittlerweile aber mit dem Krafttraining daheim habe ich mich super gut arrangiert. Zum Anfang bei unserem Kennenlernen, da haben wir ja schon, hatte ich mir ja schon mal den Plan runtergeladen und habe mal einiges probiert. Da habe ich mir gedacht, das ist nichts, das geht überhaupt nicht. Ja, Eigentlich stimmt, ich erinnere mich. mit meinem Gewicht krieg ich überhaupt nicht hin. Aber das haben wir ja dann erstmal Ja. gehen lassen und haben nach, ich weiß nicht, wie viele Wochen, Oh, das war, glaube ich, also 2, 3 Monate oder sowas, ne? ja. Haben danach angefangen. Also ich hatte gut Zeit, mich darauf vorzubereiten, im Kopf auch, weil ich bin Ja. eigentlich nicht so der Sport. Ja, 3 Monate danach, das war nach deinem Griechenlandurlaub. Ja, genau. Genau. Aber da habe ich mich ziemlich gut rangetastet und bin immer noch dabei. Sehr schön, ja. Ja, ich habe gerade heute früh, ich habe mein Programm heute schon hinter mir. Sehr schön, am Samstag, am Wochenende. Sehr schön. Ja, ich habe auch mittlerweile so das Gefühl, es ist kein Muss mehr. Ich merke nach ein paar Tagen, dass irgendwie mein Körper danach verlangt. Will ich nicht ein. Ja, das ist schön, ne? Das ist also dieser Bewegungsdrang, ne? Ja. Der sagt schon uns so ein bisschen was aus, ne? Also sehr schöne Sache. Könnte man jetzt tiefer reingehen, müssen wir an der Stelle nicht tun. Ich würde noch mal einmal zurückkommen auf das schlechte Gewissen. Das ist ein Punkt, da denke ich viel drüber nach und natürlich arbeite ich viel mit genau diesem schlechten Gewissen. Und ich denke, du stimmst mir zu, dass es wirklich den Genuss und diese Flexibilität und diese Ausnahmen während der Abnahme auch irgendwo braucht, ne? Sonst ist es sehr disziplingeprägt und es fliegt einem später um die Ohren, es explodiert einem ja ins Gesicht und ja, das schlechte Gewissen lädt das alles sehr stark auf, ne? Das ist so einer der wichtigen Punkte emotional, den wir auf jeden Fall shiften wollen, weil wie ist denn eine Lebensweise, wo ich, naja, mir emotional sage, dass ich nicht genießen darf. In dieser Sache, wo Genuss so ja kulturell geprägt ist und auch so in unserer Gesellschaft verbreitet ist und in einer Sache, wo man ja wirklich mit einem Handgriff sich wirklich Genuss in sein Leben holen kann. Wo kann man das in anderen Themen so, ne? Also man nimmt sich da so eine große Sache in seinem Leben, wenn man da über Disziplin rangeht. Aber meine Frage an dich ist, und darüber haben wir natürlich nicht gesprochen, aber glaubst du, es ist überhaupt ein schlechtes Gewissen so in dieser Thematik nötig bei der Arbeit mit seinem eigenen Gewicht? Also ich habe das ein bisschen für mich umgewandelt. Und zwar denke ich manchmal, man hat ja immer so die Wahl, ne? Isst du jetzt das oder das? Ja. Und ich habe so für mich manche Sachen, also eine Arbeit zum Beispiel, sagen wir immer bei uns im Aufenthaltsraum, das schwarze Loch, da steht ständig irgendwas, weil wir ganz viel von Patienten kriegen, die bringen immer was mit. Also Ja. da ist die Verführung echt mega groß. Ja. Aber ich sage mir dann manchmal, oder meistens sage ich dann immer, ach Manja, lass es sein, es ist nicht gut für dich. Es ist nicht gut, es tut dir nicht gut, ich will alt werden. Ne? Ich will nicht so wie unsere Leute hier und so weiter. Und da kann ich irgendwie besser drauf verzichten, obwohl ich das manchmal gar nicht als Verzicht sehe. Wo ich denke, Ja. nee, Das es ist nicht gut für Verhalten mich. Das ist geht. lohnenswert, ne? Ja. Es ist lohnenswert, dass du es nicht tust. Ja. Während eigentlich so im Alltagsstress häufig einfach so diese schnelle Energie, ne? Um Stress zu bewältigen, können wir mal was Hochkalorisches essen. Je mehr Stress wir haben, desto mehr tendieren wir zu Hochkalorischen. Das sind ja auch alles menschliche Mechanismen. Aber die Kurzfristigkeit steht da einfach im Vordergrund und dann greifen wir zu und dann haben wir danach noch ein schlechtes Gewissen. Für mich ist auch ein schlechtes Gewissen gewissermaßen eigentlich ein Call to Action, so nennt man das im Englischen. Also einfach ein Aufruf, sich sein Verhalten anzugucken. Ja,
Das ist ja eigentlich die Emotion. Aber schlimm ist es natürlich, wenn das schlechte Gewissen so groß und so schmerzhaft ist und der Schmerz mit der Gewichtssteuerung so groß ist, dass wir dann, naja, durch einen Fehltritt in Anführungszeichen, wobei ich dieses Wort schon hinterfragen würde, weil offensichtlich war es ja in der Situation nötig und du warst der Situation, ne, dem schwarzen Loch ausgesetzt und dann bist du reingefallen und würde ich jetzt unterstellen, dass du nicht dein Bestes gegeben hast? Nein. Ne? Und das ist schon so die emotionelle Arbeit daraus, zu verstehen, dass man Bedürfnisse hat und dass die okay sind und wir mit den Bedürfnissen arbeiten lernen wollen. Also wenn es mich mal erwischt, muss ich auch dazu sagen, dann mache ich es auch nach dem Mittagessen. Direkt nach dem Essen, aber ich schaue wirklich, dass ich nichts zwischendurch reinschiebe. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Und wenn wir zwischendurch essen, da ist einfach der Magen leer. Und wenn das lecker ist, was wir essen, ist es sehr viel schwieriger, weniger zu essen. Direkt nach der Mahlzeit ist ein guter Tipp, den man sich merken kann. Ja. Oder sogar mal als Belohnung, wenn ich denke, Mensch, es ist aber jetzt gut gelaufen, die letzten Tage irgendwie, du hast deinen Sport gemacht, du warst so halt in Bewegung, dann ist es auch eine Art Belohnung. Ja, ist das ja auch Konsum. Ich gönne und sage, ja, jetzt, aber mit richtig gutem Gewissen. Ja, genau. Ja. Das ist die wichtige Frage eigentlich auch. Ne? Da haben wir es einmal, hast du es einmal umgedreht. Kann ich denn mit gutem Gewissen genießen? Und wenn ich da nicht Ja zu sagen kann, dann habe ich da schon ein Problem in meiner Perspektive auf mich, auf das Problem und auch auf die Lösung. Ganz wichtiger Punkt. Dankeschön. Wollen wir mal so ein bisschen über die Ergebnisse reden, die du erzielt hast. Ich sehe das natürlich auch im Zusammenhang mit dem Alltag, mit dem du gelebt hast. Möchtest du da konkrete Zahlen nennen in Bezug auf die Gewichtssteuerung? Oder sollen wir mal, also über 10 Kilo hast du ja auf jeden Fall reduziert. Möchtest du uns auch abholen, wo du standst, wo du jetzt stehst, wo du hin möchtest in absoluten Zahlen? Oder? Also ja, klar, kann ich schon machen. Ja. Also ich habe, glaube ich, angefangen mit 99,5 Kilo. Ja, ja. Muss aber sagen, ich war vorher, also mein absolutes Spitzengewicht, was ich je auf die Waage gebracht habe, war mal 104 Kilo. Mhm. Na, aber ich habe mit 99,5 gestartet, bin jetzt bei 86, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja. Mein Ziel so im Groben war erstmal 80 Kilo, aber ich mache es jetzt nicht an der Kilozahl fest, sondern ich habe noch unterschiedliche Klamotten aus früheren Jahren, die ich mir aufgehoben habe. Mhm. Und wo ich sage, da möchte ich gern wieder reinpassen. Sehr schön. Ich denke auch, ein ganz wichtiger Punkt ist, sich von der Zahl auf der Waage auch stückweit zu lösen. Ne? Natürlich gibt es da die gesunden Bereiche und Zahlen, die uns irgendwie eine Freude machen. Ne? Wenn jetzt da die 7 vorne stehen würde, natürlich würden wir da mal einen kleinen Luftsprung machen. Ja. An sich ist es einfach nur eine Zahl und mit dem angefangenen Krafttraining ist auch die Gewichtsabnahme ein Stück weit anders zu bewerten, weil du gleichzeitig auch noch etwas Muskulatur aufbaust als Anfänger. Und es geht ja viel auch, ne, wie du ansprichst, um das wieder reinpassen in die Lieblingsklamotte. Und da darf sich jeder zu Hause einfach mal Fett und Muskulatur im Vergleich ansehen. Da gibt es auch ein Bild bei Google, 5 Pfund Fett und Muskulatur. Und das Volumen ist drastisch unterschiedlich. Also Fett hat das 3- bis 4-fache Volumen. Und wenn wir natürlich mit Krafttraining etwas Gewicht aufbauen, was nötig ist, auch im Rahmen des Stoffwechsels, um dich in eine bessere Situation zu bringen, dann sind 80 Kilo nicht gleich 80 Kilo. 80 Kilo können drastisch unterschiedlich aussehen und sich anfühlen. Und die Leistungsfähigkeit ist ja auch etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Genau, 86 ist jetzt heute der Stand. 80 hast du erstmal so anvisiert. Du bist jetzt in einer Situation, wo du dir nicht den größten Druck machst, wo du aber genau weißt, wie du in die richtige Richtung gehen kannst. Du verstehst aber auch alles rund um den Stoffwechsel und wie du den Stoffwechsel erhöhen kannst. Und das ist nicht einfach nur Krafttraining. Wie ist denn, und was wir auch nicht vergessen dürfen, einmal die Frage in Richtung Griechenland. Da erinnere ich mich sehr gut dran an den Urlaub und dass da war auch ein bisschen Nervosität vorher da war. Und ich erinnere mich an das erste Gespräch, als du wieder da warst. Möchtest du uns da nochmal ein bisschen abholen? Ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen Bammel vom Urlaub, wie man das so alles macht. Es war Halbpension gebucht, aber ich habe das
für mich, muss ich sagen, super gut hingekriegt. Ich habe dann doch nicht gefrühstückt oder zwei Ausnahmen gab es, glaube ich, mal. Und habe in der Zeit, glaube ich, auch zugenommen. Und es war gar nicht schwer. Also auch im Urlaub fortzusetzen, war überhaupt nicht schwer, fand ich. Also ohne, ich habe auch auf nichts verzichtet. Ja. Nee, ich habe dann abends richtig reingehauen. Ich habe jeden Abend Joghurt mit griechischem Honig gegessen. So Baklavas und sowas auch. Also da muss ich wirklich sagen, da war ich auch richtig stolz auf mich, dass ich das so hingekriegt habe. Ja, das waren wir beide. Nee, du Das hast nicht zugenommen, du hast genau die gleiche Kilozahl ja. wieder auf der Waage gehabt, als du wieder zu Hause warst. Ja. Und naja, wir haben natürlich besprochen, wie wir da in dem Urlaub damit umgehen können, ne? Das Hungergefühl ist dann, wenn man die Waage hat, vielleicht ein ganz gutes Signal, um das mal zu nutzen und die ganze Lage einzuschätzen. Aber ja, und da hast du dir auf jeden Fall einen Beweis geliefert, dass auch wenn sich die Situation drastisch ändert, du das trotzdem im Griff haben kannst und weißt, wie es funktioniert. Und das ist wirklich wichtig, weil sonst haben wir auch wieder eine Dynamik, wo wir irgendwo Sorge haben, irgendwo in den Urlaub zu gehen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schade finde, ne? Also dieses Thema nimmt potenziell so viel Lebensqualität, ne? Ja. Schaust du heute auch noch mit der Sorge auf den nächsten Urlaub? Und wann geht es das nächste Mal nach Griechenland? Gar nicht. Also Griechenland geht es im September, weil Sehr wir schön. sind ja irgendwie ständig unterwegs mit dem Wohnmobil, Ja. ganz viel. Aber nee, ich habe überhaupt keine Sorge vor irgendwas. Nee. Ja. Heute gehen wir zum Beispiel zum 70. Geburtstag, da habe ich auch keine Sorge davor. Ja, Also super. Du weißt, wie du damit umgehen kannst, ne? da gibt es irgendwas Leichtes und Ja. abends schaut Ja. mal, was mich anspringt, was mir schmeckt. Ja. Das heißt, so deine emotionale Situation jetzt mit diesem Thema. Ja. Mir ist ja wichtig, dass wir, naja, also keinerlei Stress, ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber warum sich in diesem Thema Stress machen? Wenn ich natürlich weiter abnehmen möchte und weiß, wie es geht, ne, und alle Parameter verstehe, alle auch die Störfaktoren wie Schlaf und Stress, und dann kann ich ja die Energie reinsetzen. Ich finde, ne, wenn die Schublade emotional geschlossen ist, dann fühlt es sich an, wie vielleicht eine neue Sprache lernen, wo man, ne, wo man gerne jeden Tag irgendwie 10 neue Vokabeln lernt. Ne, wenn man es natürlich nicht tut, passiert da nichts. Ja. Aber wenn man es tut, dann passiert da etwas und man hat nicht die Zweifel irgendwie, okay, bleiben die Vokabeln drin oder lohnt sich das, wenn ich das jetzt tue? Ne? All diese Zweifel zum Weg oder Ängste und Sorgen zu Urlauben und so weiter. Wie ist es da jetzt aktuell bei dir? Also zum Thema Stress und Schlaf muss ich nochmal einsteigen. Ah ja. Ich hatte ja nach dem Urlaub, habe ich mich ja immer so irgendwie in einer Zone bewegt. Na, da war ich ja also unzufrieden nicht, aber ich hatte so das Gefühl, es könnte ein bisschen mehr was gehen. Und ich habe ja so schlecht geschlafen. Ja. Du hast ja auch mal gesagt, das macht ganz, ganz viel aus. Und dann habe ich für mich mal so analysiert, woran könnte denn das liegen, dass ich schlecht schlafe. Und habe immer mal aufgeschrieben, was ich so abends gegessen hatte. Habe das dann halt umgestellt und auch zur Zeit schlafe ich wie ein Baby. Ja, wirklich einiges umgestellt. Und das tut mir auch richtig gut. Also ich merke das, mir geht es viel, viel besser. Ich bin viel belastbar und mir geht das alles einfacher von der Hand. Ja. Muss ich sagen. Also Ganz Schlaf, wichtiger Punkt. ganz, 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 ganz wichtiges Thema, hätte ich nie gedacht. Ja, das haben viele nicht auf dem Schirm. Ja. Und dann ist man natürlich, naja, ich esse es ja und ich bewege mich nicht und dann bin ich ja zu schwach und zu faul und mein Schweinehund ist zu groß. Aber man hinterfragt nicht wirklich, okay, wie bin ich denn in diese Situation gekommen mit so wenig Energie und auch so wenig Willenskraft? Das ist, also ich merke das auch, wenn ich schlecht schlafe. Meine Willenskraft ist schon fast, naja, so gering, dass ich fast so in Trotz verfalle. Boah, heute ist es echt richtig blöde und nee, dann will ich mich auch nicht so richtig gut verhalten. Und das spielt da stark mit rein. Also Schlaf ist so Ja. also manchmal einer der blinden Flecken. Und natürlich im täglichen Stress oder im wöchentlichen Stress mit der Gewichtssteuerung, naja, dann beziehen wir es auf uns. Ne? Wenn wir da keine guten Ergebnisse haben, dann kommt die Unzufriedenheit hoch, die Sorge hoch, Zweifel hoch. Und
dann zu verstehen, was Schlaf auswirken kann, absolut. Ja, also das sind immer mal so Sachen, wo man wieder an den Punkt kommt, wo man analysiert, wo könntest du denn, das sind diese feinen Stellschrauben, ne? Ja. Ja, wie geht es mir, wenn ich was Bestimmtes esse oder so? Geht es mir gut? Wir haben da auch noch ein bisschen umgestellt. Ja. So, ich muss sagen, ich esse relativ wenig Kohlenhydrate, also Nudeln, Reis und sowas. Ganz, ganz selten. An Klos, also wir verbieten uns das nicht, aber es ist irgendwie immer weiter weggerutscht, automatisch vom Speiseplan. Und da muss ich mal sagen, auch wenn wir große Portionen essen, es sind ja große und abends eine kleine, muss ich sagen, habe ich auch nicht so dieses Gefühl, ich falle in so ein, wie sagt man, ein Kalorienkoma. Ja. Man so mächtig vollgefuttert ist, man sagt, boah, jetzt geht kein Schritt mehr oder so. Ist nicht, obwohl man diese großen Portionen isst. Ja. Also, das. Also noch mehr das Verhalten in Richtung Wohlbefinden orientiert. Ja, Ja. ja. Ja, sehr schön. Ja, ich muss echt sagen, zurzeit geht es mir richtig, richtig, richtig gut. Sehr schön. Sehr Ja. schön. Das freut mich. Und der Stress mit dem Thema, hast du noch Stress heutzutage? Würdest du das so sagen oder wie ist die Situation heute? Also es ist, finde ich, für uns so gut in den Alltag integriert, dass das ist so ein Selbstläufer geworden. Ne, wir sprechen uns ab, was isst man heute oder so. Und dann gucken wir mal, proteinreich, was können wir wieder? Und das läuft eigentlich ganz gut. Super, Ja. super. Gut, ja, dann kommen wir mal langsam zum Ende, würde ich sagen. Auch noch eine Frage von mir, ob du den Zuhörern da noch etwas mitgeben möchtest, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Wie sieht jetzt für dich dieses Jahr aus? Du guckst in die Zukunft und hast natürlich gesagt, du bist noch nicht am Ende angelangt. Das ist uns beiden klar. Ja. Du weißt aber, was die nächsten Schritte sind und ja, freust dich auf die Zukunft. Was hast du jetzt noch vor in der Gewichtssteuerung? Erstmal weiter das Krafttraining aufrechterhalten und Ja. natürlich auch Krafttraining. den Stoffwechsel im Auge behalten und die 80 anvisieren, oder? 80 anvisieren, was auch wahnsinnig viel Lebensqualität mir gebracht hat, dadurch, dass ich ja jetzt wieder ein bisschen beweglicher bin, habe ich mich zum Yoga angemeldet. Ich Ui, gehe sehr schön. jetzt zum Yogakurs. Sehr schön. Ja, Super. was vorher auch nicht so ging, irgendwie, weiß ich auch nicht. Interessant. Siehst du, also von vor einem Jahr oder bevor wir gestartet sind, wie hättest du da auf Yoga geschaut? Also jetzt höre ich irgendwie so raus, dass du, also du freust dich darüber, dass du es jetzt machst, ne? Du machst das aus Ja. Freude heraus. Weil die Beweglichkeit war einfach nicht da. Ich fühle mich jetzt viel beweglicher. Ja, okay, verstehe. Ein Punkt war auch noch für mich, was ein ganz großes Problem war. Vielleicht hat das auch mit dem Schlaf zusammengehangen. Ich hatte ja so Altrückenprobleme. Ich bin komplett befreit von diesen Problemen. Sehr schön, Ja, wo ich gesagt habe, Krankengymnastik, Krafttraining, das ist alles auch, glaube ich, mit eingespielt. ja. Absolut. Das Krafttraining Ja. wird da absolut eine Rolle gespielt haben, weil, naja, wo kommt der Rückenschmerz her? Das ist jetzt auch Ja. wieder eine komplexere Frage. Aber wenn ich meine Wirbelsäule nicht stabilisieren kann über die Haltemuskulatur, die ich ja nicht wirklich trainiere, wenn ich nicht mal ein Gewicht in der Hand habe oder mich vornüberbeuge und dann irgendetwas Schwereres hochhebe, wir sind ja eigentlich nur so im Alltagsgeschäft. Und dann habe ich in manchen Situationen, zum Beispiel bei Umzügen oder mal Getränkekiste heben, nicht die ausreichende Kraft, verschätze mich, bin etwas zu erschöpft, halte die Wirbelsäule nicht gerade und dann verhebe ich mich. Das, so kommt das Ganze zustande. Und natürlich hilft das Krafttraining, wenn man es vernünftig macht und auch bei guter Haltung macht, trainiert ja auch insgesamt deine Haltung in eine bessere Situation. Und dann hilft es natürlich auch, das Gewicht abgenommen zu haben und. Ja, also die Beweglichkeit, da freue ich mich wirklich ganz doll drüber. Oder auch mehr Durchhaltevermögen, dass ich halt jetzt mal noch ein bisschen schneller den Berg hochkomme und nicht so geschafft bin, wenn ich da oben Ja. ankomme. Das sind alles so Punkte. Ja. Deswegen liebe ich auch diese Arbeit, weil das hat nicht nur den Effekt, irgendwie das Gewicht oder die metabolische Gesundheit, sondern wirklich, man kann auch tatsächlich ein anderes Leben führen.
Ne, und es hat auch eine ganz andere emotionale Qualität. Und ne, ich finde es ganz schrecklich, bei jedem Essen irgendwie jeden Groschen, jede Kalorien irgendwo umdrehen zu müssen, weil man eben so in dem Thema gerade noch tickt. Freut mich sehr. Schön, dass du das nochmal angesprochen hast. Super. Ja, hast du denn noch etwas, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist? Irgendetwas Wichtiges, was du den Leuten noch mitgeben möchtest? Eigentlich soweit nicht. Also nein, ich kann es nur jedem empfehlen, Ja. der Probleme hat, sich da auf euren Weg zu begeben Ja, oder wäre. mit dir auf den Weg zu begeben. Ja, danke dir. Eine Frage dazu auch. Glaubst du, du hättest jetzt diesen Zustand erreicht? Jetzt sind wir, naja, wir sind nicht mehr im Juli. Hättest du das erreicht, ach, mit einer Anleitung, mit irgendeinem Videokurs, ohne Gespräche? Nein, nein, glaube ich nicht. Ja. Nein, denke ich mal nicht, weil man halt auch manchmal so viel hinterfragt oder dann halt ganz viele Antworten ja im Netz findet, aber was ist jetzt die richtige darauf? Oder jeder Mensch ist ja auch verschieden. Ja. Also nee, so wie es ist, ist es gut. Ja, super. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, auch im Namen der Zuhörer, bei dir, Manuela. Hat mich tierisch gefreut, hat mir große Freude gemacht, dich da begleiten zu Ja. dürfen und bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich möchte auf jeden Fall eine Nachricht haben, wenn du dann bei den 80 bist. Ich habe überhaupt keine Zweifel und ich glaube wirklich, dass dieses Vertrauen auch zu Anfang ganz, ganz wichtig ist. Und ja, tausend Dank dir, Manuela, dass du dich bereit erklärt hast. Bitte schön, gerne.